bin an meinem Spot angekommen und sitze jetzt aktuell noch im Auto. Es ist wunderfucking schön hier. Ja, ich kann euch ja mal kurz so ein bisschen hier drin zeigen, wie ich das alles so in diesem kleinen Auto irgendwie unter einen Hut bekomme. So, also wir haben einmal hier natürlich unsere Liegefläche. Ihr wisst ja, das ist ein Skoda Fabia, also jetzt nicht das größte Auto, aber wir haben natürlich, weil es ja noch ein bisschen kälter ist, zwei Decken. Das sind meine zwei großen Kissen, einmal hier und einmal hier. Das ist sozusagen meine Matratze. Ja, und hier unten drunter haben wir dann aktuell den Campingtisch. Ganz einfacher von Decathlon, den werdet ihr auch nachher noch öfter sehen. Hier verstaue ich meine beiden Gaskartuschen für den Campingkocher. Dann haben wir hier einmal Schuhfach 1 und Luftmatratzenfach. Hier unten drunter haben wir den Campingstuhl. Auch ganz normaler von Decathlon, nichts Besonderes eigentlich. Ich habe dann hier mit einem Schnürsenkel sozusagen das hier reingespannt und kann dann den Schuh da noch so daneben quetschen, wie man hier sieht. So. Auf der anderen Seite zweites Schuhfach und kleine Müllablage. Ja, dann habe ich hier meine beiden kleinen Ablagen. Hier und hier, da stand eben das Handy. Da habt ihr mich gesehen, genau. Dann habe ich von hier innen eine Sonnenblende, genau. Die dunkelt hier innen ab. Von außen kann man nicht reingucken. So, ich rutsche mal kurz nach hinten durch. So, dann haben wir hier die Abtrennung zur Fahrerkabine. Und da geht jetzt ganz schön viel ab. Also zuallererst mal, das ist mein Schlafkissen sozusagen. Da liege ich mit dem Kopf dann drauf. Das hier ist Kissen Nummer 1, im Ecken liegt. Und das hier ist Kissen Nummer 2. Die füllen hier hinten die Kopfstütze aus. Die ist hier und ist komplett ausgefahren. Und wenn ich dann das Kissen da drauf lege, ist diese Fläche komplett ausgefüllt, sodass ich mich da ohne Probleme drauflegen kann. Hier unten dann auch, wenn wir schon mal gerade hier unten sind, können wir auch richtig runtergehen. That's what she said. Hier unten, man sieht es vielleicht noch, ist eine Holzkiste. Hier sind verschiedene Küchenutensilien, Kochsachen drin, so ein ganzes Kochset von Decathlon ist da drin. Eine Kaffeemaschine und Kaffeezubehör, also sprich Kaffee. Kaffee und Zucker. Genau, das ist hier drin. Da liegt dann die Kopfstütze sozusagen drauf. Wenn wir mal hier rüber gehen, haben wir hier sozusagen die Lebensmittel. Hier einmal alles, was nicht irgendwie gekühlt werden muss. Getränke, Snacks und so weiter und so fort. Kaffeeweißer ist auch drin. Und hier unten dann meine Kühltasche. Ja, und wenn ich dann hier drin liege, dann sieht das Ganze so aus. Das ist schon nice. Das ist schon echt nice. Jetzt haben wir 17.27 Uhr, halb sechs. Ich denke, so in einer Stunde rum werde ich mir was zu essen machen. Zuerst werde ich jetzt aber noch einen kleinen Spaziergang machen. Da nehme ich euch natürlich mit. Thank you.
meine Lieben. Ja, ich habe ja Kaffee gemacht, schon den zweiten. Ich bin schon ein bisschen wach. Tatsächlich seit 3 Uhr. Ich bin aber dann nicht sofort aufgestanden, sondern habe mich dann nochmal ein bisschen probiert zum Schlafen zu bringen. Und zwar so gegen, keine Ahnung, 5 rum dann letztendlich wach. Ja, wie war die Nacht? Die Nacht war gut. Erschreckend gut. Also so gut, dass ich nicht mehr gemerkt habe, dass die Hälfte meiner Konstruktion zusammengekracht ist. Es regnet gerade, aber ich zeige es euch später, wenn es ein bisschen aufgehört hat zu regnen. Was da drin passiert ist, genau. Ja, trotzdem war es eine verdammt gute Nacht. Also ich habe echt gut geschlafen, also richtig, richtig gut geschlafen. Es hat einmal dann richtig böse angefangen zu regnen. Ich würde mal so schätzen gegen 1, 2 Uhr. Das war dann so ein bisschen das letzte Big Happening. Ansonsten, ja, gar nichts. Es wurde kalt, es wurde sehr kalt. Das muss ich ehrlich gestehen. Kälter als erwartet. Aber ich muss sagen, es hat mich gar nicht so sehr gestört. Ich hatte ja zwei Decken, zwei Sommerdecken, zwei leichtere Decken. Und die haben eigentlich so weit standgehalten. Also die Körperwärme war natürlich am Anfang auch noch ein bisschen höher. Die ist dann irgendwann ein bisschen gesunken natürlich, weil ich auch ja keine richtige Isoliermatte habe, sondern nur so eine zwei Stoffkissen. Ja, das hat man natürlich dann schon gemerkt, aber ja, ich muss sagen, wirklich, ich habe jetzt nicht sonderlich schlechter geschlafen als zu Hause. So oft gehört zu regnen hat es irgendwie noch nicht so wirklich. Es ist fucking wunderschön, aber leider auch sehr nass. Es hat immer noch nicht aufgehört zu regnen, wie gesagt. Ja, ich trinke meinen letzten Kaffee und dann wird es auch gleich heimgehen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun hier allerdings davor. Ich muss noch so ein paar Sachen sauber machen und so. Alles nicht so leicht. Mal schauen. That's it for this video. Like.